Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich heiße euch herzlich willkommen bei einem Video über einen Server, wo ich seit 4 Tagen drauf bin. Und ja, es ist ein Leben-Server, also ihr kennt sicher das Projekt Leben, wo YouTuber einfach zusammen sind und RPG machen und einfach Minecraft spielen. Und der ist leider sehr, sehr schlecht zugänglich, also für viele Menschen kann man dort nicht rein, also viele Menschen können dort nicht rein, und deshalb habe ich hier so einen Server gefunden, wo man kostenlos reinkommt, ohne dass man irgendwie eben zahlen muss oder etwas gut machen muss, zum Beispiel einen der YouTuber irgendwie Fanpost schicken muss oder Zeichnungen und alles mögliche. Und dafür müsst ihr einfach unten auf, also bitte Beschreibung, auf den ersten Link klicken, und dann kommt ihr in ein Minecraft Day Forum Thread, wo ihr dann euch bewerben. Also ihr könnt einfach schon kurz schreiben, wie alt ihr seid und wieso ihr auf den Server wollt und dass ihr nicht grieft und so. Und dann kommt ihr auch die IP über und werdet auf die IP-List gesetzt. Und dann könnt ihr schon hier reinkommen. Und ja, es ist klein, aber lauschig. Und ja, es macht Freude, mit Spielen zusammen ja RPG zu machen oder einfach zu farmen oder so. Und ja, ich möchte euch diese kleine Noch-Insel zeigen. Ich beginne einfach mal hier mit dem Leuchtturm. Okay, der Spawn wäre am besten zuerst. Habt ihr gesehen, das Schiff ist der Spawn, also der Steg dort. Und ja, hier gibt es einen Leuchtturm. Hier gibt es einen Steg und dort sind schon meine Bauten zu sehen. Ich habe auf dem Wasser gebaut. Ich müsste sie noch zu einer Insel umformen. Überhaupt gerade keinen Sand und nichts. Und ja, der Leuchtturm, der wurde einfach so gebaut für, ja, wahrscheinlich für zuerst die Admins, also die OPs. Und ja, hier gibt es einen Verzaubertisch, und also da könnt ihr verzaubern. Und ja, oben, keine Ahnung, kann man nicht hoch. Und jetzt gehen wir noch nicht zu mir, weil das geht lange. Wir gehen jetzt hier nach oben. Hier gibt es nämlich eine Quelle. Das hat auch der OP gemacht, der Starbuck. Und ja, hier habt ihr so eine Quelle, könnt ihr entspannen und so weiter. Hier war mal ein Leuchtfeuer, aber das führte zu Lex. Und dann, und der wurde immer gegrieft, glaube ich. Dann wurde er weggemacht. Hatten wir ein bisschen Geschwindigkeitsboost und ein bisschen Regeneration, aber nur ein bisschen. Also eben, das ist das Startschiff, da kommt die an, wenn ihr auf den Server kommt. Und dann gibt es hier oben, wo wir auch schon waren, der ja, also der Stadtplatz. Gibt es einen schönen Brunnen. Hier ist das weiße, schwarze Brett. Hier könnt ihr Sachen hinschreiben. Da habe ich auch schon ein paar Sachen hingeschrieben. Zum Beispiel Hafenkneipe ist mir. Und ja, da könnt ihr hinschreiben, wenn ihr irgendwas braucht oder irgendwas vorstellen wollt. Und hier zum Beispiel gibt es so eine U-Bahn, also eher eine Lorenbahn. Wir wollen nämlich mittelalterlich bleiben. Und deshalb, ja, ist es so eine Lorenbahn und nicht irgendwie so eine moderne U-Bahn. So, hier unten ist ein Haus, da weiß ich jetzt nicht genau, von wem der ist. Der war nur kurz da oder nur 2-3 Tage da. Vielleicht kommt er wieder, keine Ahnung. Und hier steht es hier schon oben. Ich kann den Namen immer noch nicht richtig aussprechen. Marexnas. Und der hat zwar ein Fort gebaut. Und könnte mal ein bisschen Essen vertragen. Genau. Ja. Wird wahrscheinlich dann später auch
ein bisschen etwas mit Militär zu tun haben oder so. Oder einfach nur ein Haus ist. Also habt ihr schöne Aussicht über den Server. Es wurde noch recht wenig gebaut. Wir sind auch noch nicht so viele. Ich glaube, so 5, 6 Leute sind wir. Und ja, wir freuen uns da mal auf Zuwachs. So, darunter da. Gut. Er hat hier auch noch eine U-Bahn-Station, das ist hier. Hier zum Beispiel ein Zaubertisch und ein Crafting Table. Hier geht's raus auf den Steg von ihm. Und ja, hier ist die U-Bahn-Station. So, hier ist sein Briefkasten, da kann er die Post rausholen. Und da geht es wieder raus, da war so ein Seitenausgang. Hier geht es leider auch nicht raus. Also ihr könnt alle Sachen sichern, die so halt, also Türen, Kisten und ich glaube auch Zaubertische und Schilder und so. Und das Starbuck hat die Farmwelt resettet, da gehen wir gleich mal hin. Und ein kleiner Leck, sorry. Ja, hier könnt ihr rein. Dann kommt ihr hier so zu einer Auswahl. Da könnt ihr zum Beispiel wieder in die Hauptwelt, in die nette Farm oder in die Farmwelt. Und da gehen wir gleich mal hin. Nein, und schauen, was neu ist. Okay. Das letzte Mal waren wir in einem Dark Oak, also Wood. Dark Oak Woodwald. Und ja, da war recht gut. Da war eine Wüste, eine Savanne, ein Meer mit einem Wassertempel und ein Gebirge. Also alles war eigentlich relativ in der Nähe, außer mein geliebtes Mesobiom nicht. Da brauche ich nämlich Lehm. Und ja, also kommen wir hier hin. Hier ist das Rathaus oder entsteht das Rathaus dann. Und ja, dort drin kann man dann ja, Sachen diskutieren und ja. Es wird wahrscheinlich so eins sein, dass man einfach einen Bürgermeister hat, aber die Community, also das Volk, stimmt ab. So, und das ist das Haus von Blue Game 1510. Da hat hier auch Briefkasten wie jedes Haus. Also ziemlich jedes Haus. Und ja, innen ist noch leider nicht so viel. Er hat hier eine Farm. Es gibt einen Tisch oben und einen Tisch unten. Recht schön gemacht. Und ja, ein Flachdach aus Stroh. Jetzt bin ich doch drin. Jetzt muss ich wieder rauskommen. Komm jetzt ab. So, also das war Blue Games House. Jetzt gehen wir hier nach oben. Hier ist nämlich ein Turm. Also hier drüben wird wahrscheinlich noch niemand bauen, also wenn wir Platzprobleme haben, weil Schnee, das mag wirklich niemand irgendwie auf dem Server. Wahrscheinlich auch in Minecraft allgemein keiner Schnee. Kann man hier rein? Nein. Also hier seht ihr auch so ein Turm mit vielen Öfen. Oben hat es, glaube ich, so ein Zimmer und ein Aussichtsturm. Also ja, es ist ein Turm. Einfach oben zum Aussicht schauen. Und hier ist dann Star Pucks Haus. Kann man leider auch nicht rein. Ich habe das einzige Haus ohne Türen, wo man halt rein kann. Und ja, ich werde dann schon Türen kräften, aber dann sie unlocken. Ja, hier habt ihr. Hier ist hier sein Haus, Star Pucks Haus und Strohdach auch. Da oben sieht man noch ein Armor-Stand. Jo, sehr schön. So, jetzt kommen wir in mein Gebiet, weil es sonst nichts mehr gibt, glaube ich. Ich hoffe es. Ich habe nichts vergessen. Und hier gibt es dann die Kneipe. Hier wird meine U-Bahn hinkommen. Da vorne war ja der Leuchtturm. Und ja, da bin ich im Bau. Ich habe sehr wenig Lehm. Und deshalb ist gerade hier als Baustelle. Hier ist dann die
Küche. Hier ist der Tresen, die Bar. Und hier drüben kommt dann die ersten Stühle, Tische und so zum Hinsetzen. Und dann kann man hier irgendwo dann hoch. Oben gibt es noch mehr zum Sitzen. Und es gibt dann auch, wahrscheinlich hier drin, oben, gibt es dann noch eine Art Disco halt im Mittel. Oder. Und hier ist mein Kumpels noch fliegendes Häuschen. Er ist nicht so oft drauf auf dem Server, aber er hat schon recht viel gemacht in der kurzen Zeit. Ja, hat einfach so ein kleines Häuschen gemacht, das er an einen Kran befestigen will und das dann hier da rüber steht. Und das ist mein Haus, so eine Art Pogodie, einfach mittelalterlich, europäisch, nicht ganz so chinesisch. Jedes Stockwerk hat dann eine andere Farbe, ich weiß nicht, wie hoch ich es machen soll. Aber ich möchte am besten alle Hölzer verwenden. Und dann sehen wir eine Balkenfarbe und eine Bretterfarbe. Und ja, am Schluss, wenn es nicht zu hoch ist, sonst mache ich einfach ein, zwei weniger. Zum Beispiel das normale Eichenholz möchte ich nicht unbedingt für die Bretter verwenden. Keine Ahnung. Ja, und hier ist mein Lagerhaus. Es ist eine alte Werft. Und da muss ich das alles noch ein bisschen schöner machen. Sieht eher aus wie ein Block. Und ja. Also hier käme dann das Schiff. Hier wäre dann Wasser. Hier käme das Schiff und dann kann man Schiffe reparieren und Schiffe holen. Und als nächstes habe ich einfach geplant, hier ein paar Schiffe hinzusetzen und sie mit Brücken zu verbinden. Einfach so, weil ich Schiffe gerne baue und weil ich einfach ein bisschen etwas lebendig in den Hafen tun will. Ihr könnt natürlich dann auch ein paar Schiffe hier hinsetzen. Und wenn ihr kommen wollt. Also es ist richtig zu empfehlen, es ist lauschig und es ist ist einfach sehr schön. So macht Minecraft Spaß und so gefällt es mir. Ich war auf mehreren Server vorher, aber alle waren ein bisschen langweilig, alle sind so extrem weit auseinander gewohnt und haben alles halt abgebaut und so, und das lag mir nicht so und ja. Ja, und weil ich so aktiv eigentlich auf dem Server bin, werden noch weitere Videos kommen. Auch ein paar Rollenspiel-Videos und auch ein paar Farming- oder einfach Bauvideos. Und ja, eventuell auch wieder ein paar Update-Videos, wie sich da dieser Server so entwickelt. Also Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!